Heute geht es um ein Thema, wo ich 1A-Experte bin, denn ich habe überhaupt gar kein Auto. Elektromobilität. Ein echter Experte bin ich also nicht, aber wer es noch nicht weiß, ich habe mal an einem Antrieb für Elektroautos mitgeforscht. Das war ursprünglich nur ein reines Demonstratorprojekt, aber wir haben es immerhin geschafft, unser Inverter-Motorsystem in einen PKW zu integrieren und damit rein elektrisch um den Block zu fahren. Das hier ist das berühmte Bild des Traktionswandlers, dargestellt zu verschiedenen Punkten der Integration und des Aufbaus. Das ist natürlich ein sehr interdisziplinäres Thema, also man kann nicht alles wissen und alles können. Mein Part darin waren die Treiber und eine Online-Zustandsdiagnostik für die Leistungselektronik im Wechselrichter. Die Treiberplatinen sind hier oben im Bild rechts zu sehen. Ach, sehen sie nicht schön aus? Ja, die sehen nicht schön aus. Und ich habe Kosten und Mühen gescheut und war für dieses Filmchen extra als rasende Reporterin in einer echten Elektroauto-Schaumanufaktur. Auf der Suche nach der Frage, was ist da eigentlich das Problem? Hat da irgendjemand ein Problem mit? Elektro hat zu wenig Reichweite. Kommt nicht durch den Winter. Mit Wasser kommt Elektrizität sowieso nicht klar. Und laden? Bestimmt viel zu kompliziert. Daran tüfteln Ingenieure schon seit Jahren. E-Mobilität, das Zauberwort, ohne das bei den deutschen Autobauern offenbar gar nichts mehr geht. Besonderes Augenmerk bei diesem Filmchen, das Pseudoproblem der Deutschen an der ganzen Sache. Schauen wir uns mal das Drama von vorne an, also jetzt nicht geschichtlich, sondern so die letzten 10 Jahre. Bundesregierung und Automobilindustrie verkündeten heute ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2020 sollen rund 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Deutschland solle zum Leitmarkt für Elektroautos im 21. Jahrhundert werden. Besonders lustig, wie die Berichterstattung schon ein Jahr später das Drama inszeniert. Die Bundesregierung könnte ohne staatliche Hilfe ihr Ziel von 1 Million Elektroautos bis 2020 klar verfehlen. Das geht aus dem Entwurf für den 2. Bericht der nationalen Plattform Elektromobilität hervor, ein Beratungsgremium der Bundesregierung. Darin werden unter anderem Darlehen und Steuervorteile gefordert, um Elektroautos zu fördern. Umwelt- und Verkehrsverbände sowie die Monopolkommission sind strikt dagegen. Und die Berichterstattung über die Finanzierung? Zusätzliches Geld will sie dafür aber nicht locker machen. Es bleibe bei den 500 Millionen Euro Forschungsförderung. Es hat niemand zusätzliches Geld heute verlangt. Vorerst trägt die Industrie den Hauptteil der Investitionen. 12 Milliarden Euro in den kommenden 3 Jahren. Ein Jahr später, 2011, weitere Sprüche Klopper. Mit Milliardenunterstützung aus der Staatskasse. Ich bin überzeugt, das ist gut angelegtes Geld, denn wir wollen zweierlei. Erstens wollen wir mit Elektromobilität weiter möglichst schnell unabhängiger werden vom Öl. Und zweitens wollen wir auf diesem Weg weltweit in Deutschland Leitmarkt und Leitanbieter werden. Und warum kam es bei den Deutschen nicht zu einer sinnvollen Anreizförderung wie einst bei den privaten Photovoltaikanlagen? Bis zu 4 Milliarden Euro soll der Staat in den nächsten 10 Jahren für Forschung und Marktförderung ausgeben. Wir können niemandem erklären, wie diese Summen zustande kommen. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, wenn wir so große Subventionssummen perspektivisch mittragen sollen. Also da hat jemand ganz offensichtlich die Bedarfsbegründung verbaselt. Ganz typischer Anfängerfehler bei der Beschaffung oder Anschaffung. Es geht überhaupt nicht um Subventionen, sondern es geht um die klassische Forschungspolitik des Staates. Hochschule, Grundlagenforschung, elektrochemische Lehrstühle. Wir haben exzellente Cluster, haben Forschungsgelder angelacht, Maschinen investiert, weil man mit Geldern Forschung macht. Raunhofer, WZL, Maschinen bauen wir mega schnell. Campus, Alter, rückt die Kohle raus. Campus, hier ist der Schmidt zu Haus. Campus, Alter, wenn ich Trends verpennt und seine Freizeit schleicht, der wird hier exzellent. Super Vortrag, super Antrag, super Abtrag, super geil, super Schmierstoff, super Kühlstoff, super scharf, super geil. Und es geht um Impulse für den Verbraucher, um sich das Elektroauto auch erwerben zu können. 5.000 Euro Prämie wollen die Grünen jedem Käufer eines Elektroautos zahlen. Das lehnt die Bundesregierung bislang ab. In China und in Frankreich gibt es solche Anreize. Dort sind die Verkaufszahlen schon deutlich höher. Die Kaufprämie gibt es deshalb jetzt nicht, weil nur ein einziger deutscher Autohersteller ein Elektroauto im Angebot hat. Wenn man die Kaufprämie jetzt einführen würde, würde man die Konkurrenten aus Frankreich oder Japan, die weiter sind als die Deutschen, fördern. Also wir wurden gefördert, finanziert, wie auch immer, aus EU-Steuergeldern. Dieses Forschungsprogramm hatte insgesamt ein Budget von 55 Milliarden Euro. Davon wurden 25.000 Projekte gefördert. Wir waren nur eins davon. Und die Projekte waren keinesfalls auf Elektromobilität beschränkt. Es gab zum Beispiel etwas über Quanteninterferometrie oder Hobbit, der Roboter für die häusliche Pflege. Ich finde auch, Forschung an Elektromobilität ist total überbewertet. Es sollte viel lieber an täuschend echten, veganen MET-Alternativen geforscht werden. Das ist es, was unser Land braucht, um wieder richtig groß und stark zu werden. Ich sag mal, der Erste, der veganes MET so macht, dass es schmeckt wie echtes, wird ein reicher Mann. Dann, 2015, kam der sogenannte Abgasskandal.
Volkswagen will in den kommenden Jahren verstärkt auf das Geschäft mit Elektroautos setzen. Damit will VW seine Krise infolge des Abgasskandals überwinden. Bis 2025 wird der Volkswagen-Konzern mehr als 30 voll elektrische neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. Wir erwarten, dass wir dann etwa 2 bis 3 Millionen rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge pro Jahr verkaufen. Weltweit will der Konzern insgesamt 72 Milliarden Euro investieren. In Elektromobilität, aber auch in autonomes Fahren und Digitalisierung investieren will. Das Elektroauto kann kommen, made in Germany natürlich. Und ich würde nicht Sophia heißen, wenn ich nicht eine wunderschöne Tabellenkalkulation aus den Daten vom Kraftfahrtbundesamt erstellt hätte. Das hier ist der Fahrzeugbestand der zugelassenen reinen Elektrofahrzeuge in Deutschland. Von 2012 bis 2019. Ja, wie sieht die Kurve aus? Hier linear. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Admin Dragon Map für den Hinweis, dass ich nicht andauernd lineare Zusammenhänge finden sollte. Ich habe es mal sehr optimistisch mit einer Exponentialfunktion getrendet und komme damit auf das Ergebnis, dass die Marke von 1 Million voraussichtlich im laufenden Kalenderjahr 2025 erreicht wird. Aber wer weiß, ist ja auch egal. Bis 2020... ist das Ziel jedenfalls aller Voraussicht nach voll verfehlt. Assis müssen schuften und die Kohle ranschaffen. PowerPoint und MS Word in unseren Händen sind das Waffen. Ich habe ja versucht, die ganzen Marken zu retuschieren und nicht zu nennen, aber selbst die ganzen Nachrichtensendungen nennen die Marken. Deswegen hier der Fairness halber. Eine Übersicht der Elektroautos, die es zurzeit auf dem Markt gibt, Stand 20.12.2018. 8 Modelle deutscher Hersteller, dann 6 E-Autos französischer Hersteller, 4 Modelle koreanischer Hersteller, 3 Japaner, natürlich die Tesla-Modelle aus Amerika und ein britischer Hersteller, Jaguar. Jeder Spinner fährt ne Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Insgesamt also 25 Stück, aber ich behaupte mal, es gibt da noch andere Möglichkeiten auf dem Weltmarkt an weitere Modelle ranzukommen als an diese hier. Des Weiteren werden 2019 15 weitere Modelle auf dem deutschen Markt erwartet, viele auch in der Preisklasse von 30.000 Euro. In diesem Klotz da hinten wird irgendwas mit Elektroautos geforscht und da gehe ich jetzt mal rein. Center of Future Mobility. Ich war hier noch nie drin. Achtung Werbung, das Ding ist von Volkswagen, aber egal. Im Restaurant gab es auf jeden Fall schicke Fake-Feuer-Spezialeffekte. Weil ich mal wieder Hunger hatte, habe ich das Bordrestaurant ausprobiert, bevor die Führung losging. Spezialkost für Veganer, steht nicht in der Karte, nur für mich. Extra Spargel und Grünzeug. Frag mich, was das hier ist. Kartoffel geht immer. Pro Tag werden hier 72 Elektroautos gefertigt. Ich mache jetzt hier eine Führung mit, aber Fertigung darf ich nicht filmen. Und den Führer auch nicht. Die Motorleistung des Aushängeschildes wird hier mit 100 Kilowatt und 290 Newtonmeter angegeben. Ob Peak, Average, Prorad, keine Ahnung. Das hier ist ein typisches Demonstratormodell. Tiefe Einblicke, schön auf schick gemacht. Die Batterie ist unten gelagert, der Antrieb ist vorne. The large, rigid battery pack, located on the floor of the vehicle. This gives a much lower center of gravity than your average SUV. In the event of a collision that would normally cause an SUV to roll over, this would happen instead. Fahren. Also ein Motor für beide Räder. Das ist Getriebe. Also besser wäre es, wenn es In-Wheel-Motoren wären für jeden eins. Mit je 50 Kilowatt. Und zurückspeisen ist natürlich auch möglich. Freilauf, was ist das? Momentfreies Drehen des Motors. Vergleichen wir das mal mit unserem E-Mob-Projekt. Motorspezifikation, das ganze Ding hat an die 50 Kilogramm gewogen. Maximaler Drehmoment von 1000 Newtonmeter. Maximale Drehzahl von etwa 1250 RPM. Peak Power 75 Kilowatt pro Motor. Und Average Power 65 Kilowatt mit Flüssigkühlung, wohlgemerkt. Die Führung ist vorbei und ich habe jede Menge Fragen gestellt. Wegen mir haben die total überzogen, tut mir leid. Das hier ist der Adapter von Hochstromanschluss auf Schuko. Das hier ist der Hochstromanschluss und das ist der Gleichstromanschluss fürs Schnellladen. Ich frage mich gerade, ob das berührungssicher ist. Und entscheide mich dafür, mal nicht anzufassen. Und hier kann man eventuell wählen zwischen Schnellladen und noch schneller laden. Lithium-Ionen-Batteriesystem. Der hat gesagt, das ist falsch, von Batterie zu reden. Eigentlich ist es ein Akku, weil man es ja aufladen kann. An der üblichen Haushalts-AC-Schoko-Steckdose braucht man 17 Stunden zum Vollladen. Am AC-Hochstromanschluss nur 5 Stunden 20 Minuten. Und am Gleichstromanschluss ca. 45 Minuten von 0 bis 80%. Da gibt's eine Hupe. Deaktiviert. Sehr clever. Kommen wir jetzt zur Kurvendiskussion einiger berühmter Kritikerargumente.
Eine aktuelle Studie für das Autoland Baden-Württemberg zeigt, von den bislang 70.000 Arbeitsplätzen in der Autoindustrie, die Verbrennungsmotoren produzieren, könnten bis zum Jahre 2030 fast die Hälfte wegfallen. Nur noch 39.000 blieben übrig. Durch die Elektrowende entstünden dagegen nur 8.000 neue Stellen. Was immer nicht berücksichtigt wird, ist beispielsweise das Kfz-Gewerbe, also die Händler und Werkstätten. Wir haben derzeit 440.000 Mitarbeiter in diesem Branchenzweig und die werden auch langfristig betroffen sein. Die werden zumindest zeitversetzt betroffen sein, weil ein elektrisches Fahrzeug weniger Wartung und weniger Reparatur benötigt als heute ein Verbrennungsmotor. Wer zu spät komme, wie so viele in der deutschen Autobranche, der werde vom Markt bestraft. Und die Zulieferer müssen mitziehen. Beispiel Elring Klinger in Baden-Württemberg. Schon seit 15 Jahren hat der Autozulieferer in die Entwicklung von E-Technologie investiert. Wo ist die Kupplung? Los geht's. Der Typ während der Führung meinte auf jeden Fall, das ist Quatsch, dass da Arbeitsplätze wegfallen. Es wird eher so sein, wenn die Deutschen die Kurve nicht kriegen, dann haben sie ein Problem. Und als Beispiel hat er Kodak genannt. Kodak war mal Weltführer, was so Fotosachen anging. Dann haben sie aber den Umstieg von analog auf digital verpasst und jetzt sind sie weg. Weg vom Fenster. Das wird den Autoherstellern auch passieren, wenn sie überhaupt nichts in Richtung Elektromobilität machen würden. Sehe ich genauso. Ist eigentlich ganz logisch. Da geht es ja auch darum, dass wir als Unternehmen in neue Geschäftsfelder gehen werden. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir Personal umqualifizieren. Wir haben ein Instrument wie Altersteilzeit. Also ich glaube, wir können diesen Weg schaffen als Konzern. Das ist ja auch total langweilig, sein Leben lang immer dasselbe zu machen. Stellt euch mal vor, Schornsteinfeger würden heutzutage noch dasselbe machen wie vor 30 Jahren. Da haben die es doch jetzt viel besser. Wir stehen zum Standort Deutschland. Man hat enorme Rückstände auf chinesische Automobilhersteller. Da wäre man jetzt weiter, wenn man schon früher begonnen hätte. Nun aber kommt der größte Umbau in der Unternehmensgeschichte. Roboter für den Bau von Elektroautos warten schon. Wir waren ein bisschen antriebslos für neue Ideen. Wir haben einfach die bisherigen Konzepte weiter kultiviert und optimiert und waren nicht bereit, mal einen wirklich neuen Schritt zu gehen. China. Sonderwirtschaftszone Shenzhen. Hier fahren bereits 2 von 3 Autos mit grünen Plaketten, also elektrisch. Die E-Revolution ist längst im Gange und setzt die Deutschen, die spät in die Zukunft gestartet sind, massiv unter Druck. Und auf die Frage, was zuerst kaputt gehen wird beim Elektroauto, hat er gesagt, ja, da fehlen noch so die Erfahrungswerte. Die geben auf jeden Fall 8 Jahre Garantie oder eine gewisse Kilometeranzahl, ich glaube 120.000, aber... Kann ich ja nochmal nachgucken. Das Elektroauto muss ein Auto sein, was auch begeistert, was Spaß macht und was auch wirklich im Alltag nutzbar ist. Elektroautos haben nämlich immer noch ein paar Probleme, und zwar in Sachen Reichweite, Leistung oder Zuladung. Mal abgesehen davon, dass die meisten Typen irgendwelche Bordcomputer oder Apps haben, die ihnen die Wege zu den nächsten Lademöglichkeiten zeigen, gibt es hier sehr tolle Übersichtskarten von der Bundesnetzagentur zu Ladesäulen. Wenn du mit einem Elektroauto fährst, solltest du Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland meiden. Ansonsten Nord-Süd-Passage. Über Westdeutschland ganz gut befahrbar. Die Schnellladepunkte hier in Rot. Im Rheinland und im Ruhrpott sieht es sehr gut aus. Hier weitere Ballungsgebiete. Und sogar in Ostdeutschland. Dafür, dass in Zwickau auch hergestellt wird, ist es hier ein bisschen mau. Wenn du Elektromobilitätsgegner bist, dann kannst du ja auf die Mecklenburgische Seenplatte ziehen. Da verirrt sich kaum einer hin. Das Produkt, das wir anbieten werden, wird es für viele schwer machen, sich gegen das Elektrofahrzeug zu entscheiden. Niedrigere Unterhaltskosten, größere Innenräume, hohe Reichweiten, zu einem erschwinglichen Preis. Das ist ja alles schön und gut. Betriebskosten sind sehr niedrig, hatten wir eben schon. Allerdings, durch die hohen Kosten der Anschaffung relativiert sich das Ganze wieder laut ADAC. Hier wird mit einem hohen Werteverlust argumentiert. A new car will depreciate 63% in the first 5 years. 10% of that in the moment that you drive it off the lot. Vielleicht findet man ja auch einen gebrauchten E-Golf, dann wäre dieses Argument wieder relativiert. Dazu bauen wir auch die Ladeinfrastruktur auf oder helfen dabei, die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Europaweit werden wir bis Ende des Jahres ein Schnellladenetzwerk anbieten können. Alle 120 Kilometer eine Stromtankstelle. Und so, glaube ich, setzen wir auch die Voraussetzungen, um der Elektromobilität zum Erfolg zu verhelfen. Wir haben über 200 Wissenschaftler in der Batteriezellenforschung an unseren Standorten, bauen Pilotfertigungen auf. Sie haben völlig recht, Kernelement des neuen Fahrzeugs, der neuen Mobilität wird die Batterie sein. Wir werden auch da eine große Rolle spielen. In der Elektromobilität macht es nicht mehr so viel Sinn, dass jeder seine eigenen Antriebsmotoren, die eigenen Zellen fertigt. Die Antriebsstränge werden sehr viel vergleichbarer. Es gibt weniger Möglichkeiten zur Differenzierung. Was zählt, ist wirklich eine günstige Kostenposition. Ja, heute mal mit Tesla. So ein schickes Auto. Könnte aber durchaus sein, dass das hier nur Teil des Verleihprogramms ist. Dazu eine passende Anekdote. Hören sagen von einem meiner alten Projektpartner und Kollegen. Hier den VW Golf. Kann man sich ja ausleihen. Egal wer oder was du bist.
Hauptsache, du hast einen Führerschein und bist nicht alkoholisiert, keine Ahnung. Und hier kann man auch Testfahrten machen, für umsonst. Man braucht einfach nur einen Führerschein. Und es ist egal, wie viel du verdienst, du kannst das machen, sobald du nur Interesse hast. Lieber mit als gegen den Strom. Wenn du eine Testfahrt mit einem Tesla anfragst, war das bei meinem alten Projektpartner so. Er hat angerufen und wollte eine Testfahrt klar machen. Und dann wurde er gefragt, was für ein Auto er momentan fährt. Und hat er irgendwas genannt, Opel oder VW Golf. Jedenfalls kein besonders kostenintensives Fahrzeug. Und die nette Dame am Telefon war sofort... Und hat gesagt, ja, in so einem Monat können Sie mal nach, was weiß ich, in die Pampa kommen, da können Sie eine Testfahrt machen. Und ein weiterer Kollege von ihm, der ein sehr schönes, teures Auto fuhr zu diesem Zeitpunkt, hat sofort einen Termin gekriegt vor Ort. Also, falls man vorhat, eine Testfahrt mit Teslas zu machen, sollte man so tun, als ob man richtig Asche hat, um sich das leisten zu können. Sonst denken die wahrscheinlich, das ist eh kein potenzieller Kunde, können wir uns schenken. Elektro hat zu wenig Reichweite. Bessere Batterien können die Reichweite erhöhen, aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass auch ein höherer Wirkungsgrad der elektronischen Komponenten Verluste einspart und damit auch die Reichweite erhöht. Und ich finde diesen Vergleich hier aus unserem Projekt ganz schön. Es kommt natürlich immer drauf an. Das sind die Systemverluste des Inverter-Motorsystems. Also Inverterverluste, Verluste im Motor und auch in der Ansteuerung sind berücksichtigt. Links, das ist das Referenzsystem, quasi das Vorgängersystem, basierend auf IGBT-Halbleitern. Und rechts, das ist das neu entwickelte im Projekt, basierend auf Silizium-Carbid-Bipolar-Transistoren. Und die Zahlen, die hier stehen für die verschiedenen Operationspunkte, das sind die Verluste in Watt. Bei dem Punkt sind es um 50% weniger Verluste. In der Conclusion haben sie geschrieben, 40-60% weniger Verluste. Leistungselektronik. Blubububub. Steht aber nicht, was für Leistungshalbleiter das sind. Das konnte mir der Typ auch nicht verraten. Getankt wird Ökostrom, denn das nächste Problem, ohne Strom aus regenerativen Energien sieht die Klimabilanz von allen E-Automobilen weit weniger gut aus. Das Anti-Argument, die Elektroautos werden ja mit Kohlestrom getankt. Zum Glück kann man sich ja mal die Statistiken ansehen, wie der genaue Strommix in Deutschland aussieht. Also generell sind wir über die Jahre effizienter geworden. In dieser Statistik vom Umweltbundesamt geht es um die Primärenergiegewinnung in Deutschland. Ja, so 50% erneuerbare Braunkohle hier braun war 1990 jedenfalls mal viel mehr. Eine schicke Präsentation vom Fraunhofer ISI. Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung etwa 41% erneuerbare. Im ersten Halbjahr 2018 Braunkohle etwa 25% aufgerundet. Agentur für erneuerbare Energien. Strommix im Jahr 2018 Braunkohle 23%. Ich würde mir da keine Sorgen machen, aber wem das noch nicht reicht. Man kann es auch noch mehr übertreiben mit der Ökobilanz, wie diese Ladestation hier. Solarbetrieben mit Ladespeicher. Zurzeit über 11 Kilowatt. Fast 50 Megawattstunden. Normal kann man sich seinen genauen Strommix ja nicht aussuchen, aber ich würde sagen, in diesem Fall ist die Sache ganz klar. Photovoltaikanlagenstrom mit drehbaren Paneelen. Was genau das für ein Speicher ist, steht hier nicht. CellCube steht drauf. Aha. Dieses Warnzeichen verrät schon einiges über die Speicherart. In direkter Nachbarschaft zur Photovoltaikanlage eine Bienenstation. Sehr gut. Wem das noch nicht genug ist, wem sei gesagt, dass damals, als ich Elektrotechnik studiert habe, also vor über 10 Jahren, da sah das Konzept noch folgendermaßen aus. Elektroautos haben einen Speicher, Speicherkapazität. Und das Problem mit den erneuerbaren Energien ist, dass Angebot und Nachfrage nicht genau geregelt werden kann. Also der Wind bläst, die Sonne scheint, wann sie will. Und die Verbraucher verbrauchen, wann sie wollen. Und da kommen die Elektroautos ins Spiel. Man könnte jetzt seine Speicherkapazität zur Verfügung stellen oder besser noch verkaufen. Wer jetzt sagt, das will ich aber gar nicht, weil ich brauche ja die Ladeleistung, dazu gibt es auch Statistiken. Mobilität in Deutschland 2017. Pro Person werden täglich etwa 40 Kilometer zurückgelegt, davon der Großanteil im motorisierten Individualverkehr. Soll heißen, mit 40 Kilometern kommt man mit einem Elektroauto gut hin. Und wenn du in Urlaub fahren willst, machst du halt ein paar mehr Ladepausen. Das legst du dann einfach vorher fest. Du sagst, bis zu diesem Ladestand kann von mir aus entladen werden. Ich kassiere dafür ordentlich Kohle und das Netz wird stabilisiert. Beispielsweise zum Beispiel ein Speicher in einem Elektrofahrzeug ist klar, dass der gekauft wird dafür, dass er das Fahrzeug antreibt. Gleichzeitig aber steht das Auto sehr viele Stunden am Tag rum und kann natürlich in dieser Zeit prima auch Netzserviceleistungen liefern. Das heißt, man müsste eigentlich auseinanderrechnen, wann dieser Speicher mit Strom gefüllt wird fürs Fahren, weil das der mit den Abgaben beauftragt wird, das ist okay. Das ist wie bei Benzin, das ist auch mit jede Menge Abgaben belastet. Aber wenn dieser Speicher Serviceleistungen am Netz macht, dann müssten die eigentlich entfallen.
die Vermeidung der technischen Überlastung der Netze wirklich direkt vor Ort. Ja. Also in gewisser Weise könnte man es als Regelenergie bezeichnen. Es ist nur nicht dieselbe Art von Regelenergiebegriff, wie an der Strombörse verwendet wird. Und alle sind glücklich, theoretisch. Und für Pendler gibt es den Nils. Weil Pendler sind meistens alleine und fahren kurze Strecken. Ein Ein-Personen-Pendler-System. Das hier ist ja ein E-Auto, was mich auch interessieren würde. Quasi ein Bus. Und laden? Bestimmt viel zu kompliziert. Wie haben das bloß die Autofahrerinnen gemacht, als es noch gar keine normalen Tankstellen gab? Wir haben zu wenig Treibstoff mitgenommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie wünschen? Führen Sie Fleckenwasser. Da habe ich verschiedene Tinkturen. Wir bräuchten etwas mit Ligruin. Damit kann ich dienen. Haben Sie noch mehr Flaschen da? Wie viel wollen Sie denn? Alle, die Sie haben. Es ist ein Motorwagen. Mein Mann hat den gebaut. Karl Benz. Mhm. Oh. Ich besorge dann schon mal Nachschub für die Rückfahrt. Die Steckverbindungen sind zum Glück alte, durchgenormte Standarddinger. Es gibt sehr viele kostenlose Lademöglichkeiten, aber bei den kostenpflichtigen muss ich noch was tun in puncto Abrechnung, auch gesetzlich und zählertechnisch. Und ist das sicher, dass das sicher ist? Müssen Retter die Karosserie aufschneiden, um eingeklemmte Insassen zu retten, ist der Blick auf diese Schaltpläne lebenswichtig. Denn die Hochspannungskabel dürfen keinesfalls durchtrennt werden. Und E-Autos brennen anders als Diesel und Benziner. Die Feuerwehr Reutlingen nimmt einen Elektrosmart an den Haken und versenkt ihn komplett in einem Wassercontainer. Auch der ADAC ist den Risiken von E-Fahrzeugen auf der Spur. Bei Crashtests erweist sich die Brandgefahr zwar als genauso gering wie bei Autos mit Verbrennungsmotoren, aber kommt es durch Kollision doch zum Feuer, hilft Löschen allein nicht. Das Problem sind die Antriebsbatterien. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Antriebsbatterie nach einem Unfall oder nach einem Brand nach einigen Tagen erneut brennt, ist durchaus gegeben, weil die chemischen Reaktionen in dieser Antriebsbatterie weitergehen, was zu einem Überhitzen der Batterie führen kann. Und dadurch können auch einige Tage später am Fahrzeug Brände entstehen. Grundsätzlich ist das Gefahrenpotenzial von E- und Hybridautos nicht größer als das herkömmlicher Fahrzeuge. Es kann aber auch auslaufende Flüssigkeit in Brand gesetzt werden durch einen Lichtbogen. Hochvoltfahrzeug! Am Unfallort unterbrechen die Rettungskräfte den Strom daher zusätzlich manuell. Spezielle Handschuhe schützen dabei vor Stromschlägen mit Spannungen bis zu 1000 Volt. Die weißrauchenden Batteriedämpfe sind ein wahrer Chemie-Cocktail. Chemie! Und wenn man den einatmet mit der Flüssigkeit oder der Feuchtigkeit mit unseren Schleimhäuten zusammen, kann das sehr schädlich sein und große Zerstörungsbilder zeigen. Und damit wir gerüstet sind, müssen wir trainieren. Über eine sogenannte Kennzeichenabfrage bekommen wir ein Rettungsdatenblatt angezeigt. Denn einen Vorteil gibt es für die Rettungskräfte. Im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor besteht nicht die Gefahr, dass leicht entflammbare Flüssigkeiten auslaufen und in Brand geraten. Dafür müssen die Türen aufgespreizt werden. Die gängigen Rettungstechniken und Taktiken funktionieren. Fahrzeugsicherheit. Steht nichts von EMV. Ich gehe mal wieder zu meinem Fahrrad. Die Sonne. Ja, was ist jetzt das Problem? Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich habe eher ein Problem mit denen da. Wenn ich jetzt Fahrrad fahre, dann verpesten die mal die ganze Luft. Spricht man in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie zu viel über vermeintliche Gefahren, lenkt man von anderen Dingen ab, die tatsächlich schädlich für uns sind. Zum Beispiel kann man Luftverschmutzung jährlich mit 4,2 Millionen vorzeitigen Toten in Verbindung bringen. Und daran könnten wir heute schon etwas ändern. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo Fahrrad. Hier gibt's sogar E-Bike-Stationen. Eröffnung am 17.04.2019. Also quasi live dabei. Da drüben ist ein Stadion. Von Deutschlands freundlichstem Fußballclub. Und ein Spaßball. Da war ich gerade drin, deswegen sind meine Haare. Brechen die so gut. Übrigens, mein neuestes E-Mob-Projekt sollte allerdings besser auf dem Boden fahren als in der Luft hängen. Klarer Anwendungsfehler. Als nächstes kommt das Elektroflugzeug. Für St. Martin reicht's. Seht her, ich fahre Elektroauto. Nicht, weil ich ordentlich Kohle habe, sondern weil ich total öko bin. Und selbst die Männer fliegen reihenweise auf mich, weil ich so öko bin und mich nicht schminke.